Wir haben uns die aktuellen Coronavirus-Zahlen angeschaut. Der harte Lockdown zeigt eine leichte Wirkung. Wie ist Ihre Interpretation der aktuellen Zahlenlage? Also ich würde sagen, er zeigt eine mittlere Wirkung. Wenn wir uns den Teil-Lockdown anschauen, dann kam es genau zu einer Plateaubildung. Also es ist nicht mehr gestiegen. Und jetzt durch den harten Lockdown kommt es sehr wohl zu einer Reduzierung der Fallzahlen, aber viel zu wenig. Das heißt, wir werden, weil heute ist ja sozusagen Ende des harten Lockdowns, er wird jetzt noch eine Woche nachwirken. Trotzdem, also wir werden in etwa zwischen 2.000 und 3.000 Neuinfektionen pro Tag auch in einer Woche sein. Und das ist zu wenig und daher sind wir ja jetzt wieder sozusagen bei einem Teil-Lockdown. Also es wird nur mäßig gelockert. Ja, die Lockerungen. Ab morgen, wie gesagt, Unterstufen kehren wieder zurück in den Schulbetrieb, ebenso auch die Volksschulen und der Handel öffnet wieder. Und das sehen einige sehr problematisch. Die Österreicherinnen und Österreicher sind heiß darauf. Auch der Handel freut sich, dass wieder geshoppt wird. Klar, die Vorweihnachtszeit ist eine der ertragreichsten aus wirtschaftlicher Sicht. Natürlich, klar, dass man sich da freut, wenn die Leute einkaufen gehen. Aber wie dramatisch sehen Sie das jetzt, wenn jetzt die Leute alle jetzt die Geschäfte stürmen? Ja, also wir haben noch 2 Wochen Zeit bis Weihnachten. Das heißt, die Leute sollten bitte diese 2 Wochen nützen. In dem Sinn, als nicht alle gleich morgen einkaufen gehen und vielleicht auch nicht alle an den Samstagen oder am 8. oder am Feiertag genau einkaufen gehen, sondern dass innerhalb dieser 2 Wochen doch etwas ausbreiten, ihre Einkaufsaktivitäten. Dann und natürlich auch bitte immer Abstand halten, immer Mund-Nasen-Schutz mithaben. Bevorzugt bitte eine FFP2-Maske, denn die wirkt wesentlich besser als der normale Mund-Nasen-Schutz. Und dann werden wir das hoffentlich schon so hinkriegen, dass nicht zu viele Neuinfektionen in diesen 2 Wochen entstehen. Ja, es sind gute Appelle, aber es halten sich viele nicht daran. Ich habe es gestern selbst wieder erlebt, bin von meinem Heimatort aus dem Kammtal wieder hier mit dem Zug hergefahren nach Wien zur Arbeitsstelle in der Kammtalbahn. Man glaubt es gar nicht, Jugendliche unterwegs gewesen, ohne Maske, haben sogar im Zug geraucht. Ich habe alle Fenster öffnen müssen. Also es ist wirklich unglaublich, es halten sich die Jugendlichen einige nicht an diese Maßnahmen. Und viele Österreicherinnen und Österreicher sind natürlich auch wegen solchen Szenen besorgt, wenn jetzt der Lockdown wieder leicht gelockert wird. Was erwartet uns da Richtung Weihnachten? Kann man jetzt befürchten, dass man rasch wieder in ein exponentielles Wachstum hineinkommt und das Weihnachtsfest dann doch nicht so würdevoll wird, wie wir es uns alle gewünscht haben? Also ich hoffe schon, dass das Weihnachtsfest so wird, wie es angekündigt wurde, dass doch sich 10 Menschen treffen dürfen zu Weihnachten und zu Silvester. Ich hoffe, dass es dabei bleibt. Trotzdem, wir haben es nicht erreicht und das war auch ein bisschen zu befürchten, dass wir zum Beispiel auf 1.000 Neuinfektionen pro Tag oder vielleicht sogar darunter kommen. Und je höher wir sind, desto gefährlicher ist es natürlich, wenn wir einen höheren Ausgangswert haben, dann multipliziert sich das viel leichter. Das heißt, dann ist der Anstieg auch viel schneller da, als wenn wir einen niedrigen Ausgangswert haben. Das heißt, ja, Aufruf an alle, Abstand halten, Maske tragen und so vorsichtig sein als möglich. Ja. Vielleicht zu Weihnachten nur einkaufen, was halt wirklich notwendig ist diesmal. Es ist leider ein nicht sehr gutes 2020. Ja, die Münze hat wie gesagt 2 Seiten. Blicken wir jetzt in die USA, da hatten wir jetzt auch ein großes Fest. Die USA immer schon unterwegs gewesen mit hohen Zahlen und da kam jetzt Ende November Thanksgiving. Und man sieht, die Zahlen explodieren. Ja. Es haben alle wirklich Thanksgiving gefeiert. Viele haben auch Familien- und Verwandtenbesuche gemacht. Droht uns so ein Szenario auch zu Weihnachten, dass viele Nona gerne Weihnachten feiern mit ihren Familienmitgliedern, man kann es ihnen nicht verübeln, dass dann im Jänner die Zahlen explodieren und wir dann wieder einen dritten Lockdown haben? Ja, also ich kann nur an die Vernunft der Österreicherinnen und Österreicher appellieren, dass genau so etwas wie jetzt durch Thanksgiving in Amerika bei uns durch Weihnachten nicht passiert. Also Vernunft walten lassen und vorsichtig sein, aufpassen, es nützt nichts. Man kann sich nur wiederholen. Man kann sich nur wiederholen, es wiederholen sich alle, es wiederholt sich die Politik in diesen Aufrufen. Was soll man machen? Nicht? Andererseits, diese geringfügigen Lockerungen, die es jetzt gibt, sind auch notwendig für Weihnachten. Also ich glaube, es gibt keine andere Wahl, außer an die Vernunft der Menschen appellieren.
Wo die Politik dann doch streng geblieben ist, ist der Wintertourismus. Also der ist praktisch kein Thema zu Weihnachten. Am 24. Dezember machen zwar die Skilifte auf, aber es wird kein Wiener sich um 4 Uhr in der Früh ins Auto setzen, um dann vielleicht nach Salzburg zu fahren. Das bleibt dann also den Einheimischen überlassen. Hotels könnten, wenn alles gut geht, am 7. Jänner öffnen. Aber wie gesagt, nur wenn es die Infektionslage zulässt. Was erwarten Sie vom Wintertourismus? Ist er praktisch für diese Saison gestorben oder könnte da noch irgendwas möglich sein? Es könnte im neuen Jahr schon noch etwas möglich sein, aber wir werden sehen, wie es dann im neuen Jahr mit den Zahlen ausschaut. Und danach wird entschieden werden. Also derzeit, die derzeitigen Regelungen gelten bis 7. Jänner. Ich hoffe, sie halten bis dahin und müssen nicht verschärft werden. Und danach werden wir weitersehen. Es ist einfach so, es zirkuliert noch immer zu viel Virus in der Bevölkerung. Das heißt, die Politik kann an dem einen oder anderen Ende die Stellschraube nachziehen. Irgendwo oder in einigen Bereichen muss sie das tun. In dem Fall ist jetzt der Handel geöffnet, die Schulen zumindest, die Unterstufen geöffnet. Dafür ist der Skitourismus, Wintertourismus sozusagen auf Tagestouristen nur reduziert. Irgendwo mussten sie etwas tun, damit die Zahlen einigermaßen unter Kontrolle bleiben. Kommen jetzt abschließend noch zum großen Thema, was wahrscheinlich 2021 das Top-Thema überhaupt sein wird, die Impfungen, die uns jetzt eben erwarten. Wir sind jetzt in einem Prozess der Genehmigung. Wir erwarten, dass wir Ende Dezember hier in Europa eine Genehmigung für einen Impfstoff bekommen. Wie geht es dann 2021 weiter? Wird man dann wirklich rasch dann eine Normalisierung im ersten Halbjahr leben können oder wie sehen Sie jetzt die nächsten Monate? Die Bundesregierung hat ja ihre Impfstrategie vorgestellt. Das heißt, es wird so sein, dass bereits ab Jänner Impfstoffe zur Verfügung stehen werden. Und als erstes wird Gesundheitspersonal geimpft werden und Risikogruppen in den Alten- und Pflegeheimen. Also wirklich, das ist auch notwendig. Dann von Februar bis April alle Menschen über 65 in ganz Österreich und dann ab April der Rest. Und das bedeutet, dass wir dann graduell diese sogenannte Herdenimmunität durch die Impfung erreichen werden. Das heißt, ich gehe davon aus, Ende des Sommers sollten wir vielleicht Anfang des Herbstes, sollten genug Menschen geimpft sein, sodass eben mindestens 50-60% der Menschen Antikörper haben, einen Immunschutz haben und dann kann das Virus eben nicht mehr genügend angreifen und dann wird die Pandemie langsam auslaufen und eine normale Infektionskrankheit bleiben. Einer der hoffnungsvollsten Kandidaten, was den Impfstoff angeht, für die Genehmigung hier in Europa, ist der Impfstoff von BioNTech und Pfizer. Und da ist in den letzten Tagen eine Meldung aufgepoppt, die dann doch einige Leute zum Erstaunen gebracht hat, auch das Papier von BioNTech in das Wertpapier in einen freien Fall gebracht. Und zwar, dass jetzt doch nicht so viele Impfdosen bis Jahresende ausgeliefert werden können, wie erwartet. Daher die Frage an Sie. Werden wir im ersten Halbjahr überhaupt genügend Impfstoffe dann in Österreich haben für alle, die sich impfen lassen wollen? Soweit ich den Überblick habe, ja. Denn es ist ja nicht nur diese eine Firma, es sind eine ganze Reihe von pharmazeutischen Firmen, produzieren Impfstoffe. Sehr viele dieser Impfstoffe sind bereits in